schade wäre, wenn diese Tiere aussterben würden. Ja. Kommt auch mit nach Arche. Ja, sehr außergewöhnlich für das Alter auf jeden Fall. Fifty-fifty, ob man neben rauskommt. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Samstagmorgen. Amtsneuhaus an der Elbe. Während andere 14-Jährige noch schlafen, ist Max bereits seit Stunden auf den Beinen. Anfang Juni. Die Wolle muss runter. Max kann noch viel von Schafscherer Hans Henschel lernen. Das lässt du dann. Ja, kannst du. Wenn du willst, kannst du das machen. Maximilian Jasker züchtet seit seinem 6. Lebensjahr vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen, die auf der roten Liste stehen. So. Oh, komm her. Hey. Sehr gut. Seit 2 Jahren verfolgt er ein ehrgeiziges Projekt. Ein Tierpark für selten gewordene Rassen soll entstehen. Maximilians Kinderarche. Doch bis dahin muss noch viel repariert und renoviert werden. Also unsere Kinderarche soll am 1.10. eröffnet werden. Das ist eben ein Projekt, wo man nachher diesen Kindern eben auch mal beibringen kann, wie sieht denn Bentheimer Landschaft aus und wie fühlt sich das denn überhaupt an? Also wie fühlt sich die Wolle an? Weil viele wissen gar nicht, dass sie so einen hohen Fettgehalt hat auch. Warte mal. Nee, du musst das hier frei machen. Den Kopf schön runterdrücken, so. Aufpassen auf deine Hand. Er will, er hat Biss, er möchte das machen und das ist die Hauptsache. Dann, nur so kann man es lernen. Wenn man auf, er muss dranbleiben. Das ist die Sache. Und sonst kann man es auch machen. Man darf nicht aufgeben, wenn es schwer ist. Also es macht sehr viel Spaß und so schwierig ist es gar nicht. Also wenn man jetzt so einen hat wie Hans, der ihn das zeigt und auch Geduld beweist, egal wie man sich anstellt, dann ist das eigentlich schon schön, weil man hat dann einen, der ihn das richtig gut zeigen kann. Und wenn man nachher wie Hans die Kniffe raus hat, und wie man es richtig hinsetzen muss, ist das eigentlich nachher gar keine Arbeit mehr. Von den Bentheimer Landschafen gibt es nur noch rund 2800 Stück in Deutschland. Da zählt jedes Tier. Und dann sollen nachher in diesem Stall nur vom Aussterben bedrohte Tiere halt laufen. Das sind dann nachher so 7, 8 Rassen. Und die sollen sich die Menschen eben auch angucken können und auch mal anfassen können. Wenn man sagt, vom Aussterben bedroht, denken vielleicht manche an den Luchs im Harz oder eben doch nur an die Wildtiere zum Großteil und eigentlich gar nicht an die heimischen Haustiere. Na, ihr bist raus, ne? Maximilians Vater Jens steht zu 100% hinter seinem Sohn. Durch Max ist auch seine Liebe zu den Tieren gewachsen. Für ihn hat er den alten Stall gekauft. Ja, im Frühjahr hatten wir erst einen schweren Sturm hinter uns. Da hatten sich die Dachplatten gelöst. Und jetzt vor 2 Tagen hatten wir diesen schweren Regen gehabt und wie man das so sieht, ist alles nass, vor allem die Decke auch. Ja, ich habe dann zu Max gesagt, ich sage, um Gottes Willen, sage ich, jetzt das Dach, alles noch kaputt, die Löcher drinnen. Ich sage, wir müssen erstmal runter zum Stall und gucken, ja, wie denn das so ist, kam uns das Wasser schon entgegen. Also, ne, es war einfach zu doll. Wir haben jetzt alles aufgemacht hier, dass es anständig durchlüftet. Ja, da schlägt einer ein bisschen wieder zurück, denn, ne. Man steckt da viel Arbeit rein und an so Sachen scheitert man dann nachher wieder. Ne? Die Familie hat nur noch 4 Monate Zeit bis zur Eröffnung. Wir werden eröffnen, so wie es ist. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden und wir werden das Beste draus machen. Ne? Aber der 1. Oktober steht. Aber ich sag, mehr Schaden kann ja bald nicht mehr kommen bei dieser Angelegenheit. Schön wäre, wenn das Dach noch mal fertig wird. Aber es ist eine sehr hohe Summe. Wir haben zwar ein paar Spendengelder, aber es wird nicht ausreichen dafür. Den Rest muss die Familie selbst stemmen. Insgesamt 120 Tiere hält Maximilian. Nicht nur im alten Stall, sondern auch auf einem Stück Land an der Kränke. Hier, Mann. Lisa. Wille, wille, wille. Das sind unsere Leinegänse und die hatten eigentlich jedes Jahr so gut Junge, also so 4 Stück haben sie immer groß gekriegt. Und dieses Jahr war es halt
dass durch den schweren Regen, dass sie drei verloren haben von ihren vier Jungen. Die Gänse macht der starke Regen ja nichts. Die sind dann wohl draußen geblieben und die haben sich wohl untergesetzt, die Küken, und manche wohl nicht. Und die sind dann eben klitschnass gewesen und sind dann eben unter Erkühlung dann gestorben. Jetzt haben sie eben noch eins und da passen sie eben auf wie nichts anderes. Also den geben sie nicht mehr her, den Kleinen. Die Leinegans galt bereits als ausgestorben. In der modernen Landwirtschaft war kein Platz mehr für sie. Vor zwei Jahrzehnten begann ein deutscher Tierschützer mit der Nachzucht. Inzwischen gibt es 150 Leinegänse. Die Rasse ist aber immer noch extrem gefährdet. Ja, bei den Gänsen ist das immer schon ein schwerer Verlust, weil die brüten einmal im Jahr bei uns. Und dann, wenn du da vier Küken schon mal hast, ist das eigentlich ganz gut. Und dann nachher, wenn da jetzt nur noch von vier auf einmal einer überbleibt, ist das schon ein bisschen traurig. Komm mal raus, Wille, Wille, Wille. Also Oma hat mich ja damals mit meinem Kinderwagen schon mit zu den Tieren genommen halt. Und damals habe ich eben erst mit dem Reiten angefangen. Und ja, das ging nachher einfach so los. Also da kamen nachher mit den Ponys, die wir nachher geholt haben, immer mehr Tiere. Die Schafe kamen, Hühner, Enten, Gänse, Kaninchen und dann die Hunde auch. Und dann wurde das halt immer mehr und irgendwann kam man dem speziell auf diese vom Aussterben bedrohten Tiere. Niedersachsen ist das Bundesland mit der höchsten Geflügeldichte. Hier leben 65 Millionen Hühner. Allerdings, von den vom Aussterben bedrohten Rassen Sumtimer und deutsche Lachshühner gibt es gerade mal 3000. Insgesamt sind in Deutschland 48 Geflügelrassen gefährdet. Heute bekommt Max Besuch von Detlef Dürrbaum. Der Kaninchenzüchter hat einen schwarzen Meißner Widderbock mitgebracht. Wollen wir denn die Häsin mal begatten lassen? Ja, haben Sie ihn dabei? Ich habe ihn dabei. Und dann wollen wir sehen, ob er seine Sache gut macht, ne? Seit fast 50 Jahren züchtet Detlef Dürrbaum Kaninchen. Also das ist ein guter Rammler an und für sich. Ja. Der hat vor 14 Tagen auch schon eine Häsin gedeckt. Und da denke ich, wird das heute auch machen. Und soll er sich eine aussuchen genau. Von den zwei? Ja, eine. Na, dann machen wir das. Das ist einmal unser Meißner Widder in Schwarz. Drüben sehen wir zum Beispiel den in Gelb. Und das ist eigentlich eine extrem gefährdete Rasse schon mittlerweile. Das heißt, dass es da bald von vielleicht auch gar keine mehr geben könnte. Und bis zur Eröffnung ist eben auch wichtig, dass dann auch vielleicht schon der erste Nachwuchs da ist. Ja, nun nehmen Sie Kontakt auf. Ja, muss ja auch erstmal gucken, wo er überhaupt ist. Ja, ja, ja. Dann hat er ja noch gleich zwei Frauen um sich. Ja, also es dauert schon ein bisschen, bis man den von der Farbe kriegt. Manchmal müssen wir uns den dann auch per Tierversand schon schicken lassen, weil wir keine 9 Stunden nach Bayern fahren können. Jetzt, du, das ist aber doch die verkehrte Richtung. Die Häsin haben beide keinen Bock, sag ich mal, und er ist nun auch irritiert durch den Transport und hierher, aber Herrgott. Ja, also man hätte sich schon ein bisschen mehr auch von den beiden Zippen auch gerade, dass sie den Bock vielleicht doch rauflassen, aber sollte einfach wohl noch nicht so sein. Neuer Versuch in 4 Wochen. Maximilian verbringt seine komplette Freizeit am Stall. Sein Ehrgeiz, alles selbst zu können. Und Max lernt schnell. Ich bin sehr stolz, sag ich mal. Ne? Das ist viel Arbeit, wenn man das so miterlebt mal einen Tag. Wasser holen, Futter holen, Tiere hin und her. Max, guck mal hier. Jetzt, wenn du gerade da bist, ist noch eins los oben. Da ist der Schlauch hinter. Gut. Was? Doch, das hat er nicht gesehen. Hier ist der Schlauch hinter, das siehst du gar nicht. Ach da. Ja, so ein, es steckt viel Arbeit drin, ne, in diesem Projekt. Und wenn die Unterstützung von der Familie nicht wäre, wären wir auch noch nicht so weit. Das
ist nicht nur für meinen Sohn, es ist auch für andere Kinder, dieses Projekt. Damit sie auch mal sehen, wie das so am Tag ist hier in der Landwirtschaft. Ne? Dass das, kann man so sagen, kein Zuckerlecken ist. Ne? Auch Vater Jens steckt jede freie Minute in das Projekt. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist noch enger geworden. Ich bin gerne in der Natur. Und ich weiß nicht, irgendwie unterstütze ich ihn. Ne? Nee, jetzt nicht. Ende August. Das Dach ist gedeckt. Die Renovierung der Arche läuft auf Hochtouren. Familie und Freunde helfen fleißig mit. Zweifel an diesem Projekt hatte ich gehabt, weil das Dach nicht fertig wurde. Es Genehmigung brauchte noch. Und kurz entschlossen vor 4 Wochen ging das dann los. Ich sage mal, innerhalb von 5 Tagen hat mir das Dach neu gemacht. Aber es kam immer eins noch nach dem anderen wieder. Da mussten die Dachlatten noch mit runter, die waren alle morsch. Naja, und dann bei dem schönen Wetter überhaupt Leute ranzubekommen, es war ja auch warm, die Tage. Ne? Aber Sonntag, kurz vorm großen Schauer, waren wir dann fertig. Und dann, oh, haben wir dann gesagt, Gott sei Dank. Und es hat geplattert, es hat wirklich geplattert. Nur noch knapp 5 Wochen bis zur Eröffnung. Henning wohnt in der Nachbarschaft. Er unterstützt seinen Freund. Von der Schule mache ich erstmal immer die Hausaufgaben halt, weil Schule ist ja auch immer noch wichtig. Und dann fahren wir immer zum Stall auch. Und dann machen wir hier eben auch jetzt immer noch, auch jetzt gerade immer noch sehr viel. Und am Wochenende geht es dann eben gleich morgens los hierher. Wir wollen ja fertig werden dann ja auch, damit die Tiere nachher hier auch einziehen können. Denn die haben das ja auch, wollen das ja auch im Winter schön warm und trocken haben. Mittlerweile geht es an die Detailarbeit. Also wenn man den Schuppen ja damals mal gesehen hat, da weiß man ja, da hat sich ja ordentlich was geändert. Da ist ein ordentliches Dach raufgekommen. Da sind eben auch, die Buchten sind hier alle entstanden, die Türen wurden gebaut, Fenster wurden neu eingesetzt. Da ist ja schon eine Menge passiert bis dahin. Wenn man das Dach hier zum Beispiel nicht gemacht hätte, würde es ja hier drin auch immer noch durchregnen oder nachher auch Schnee drinnen liegen. Und ich glaube, die Hasen finden das nicht so prickelnd, wenn sie dann oben auf, wenn sie morgens aufwachen, dass oben von ihrer Bucht immer der Schnee runterrieselt. Ja, also da ist man schon ein bisschen stolz drauf, weil man auch eben viel ja alleine gemacht hat. Mensch, ich hatte das schon im Gesicht, das ist ja leise. Und da ist man dann ja schon, man hat das ja mit seinen eigenen Händen sozusagen geschaffen, alles hier. Er ist wieder da. Kaninchenzüchter Detlef Dürrbaum. Zweiter Paarungsversuch bei den Meißner Widdern. Moin Moin! Ach, guten Morgen, Herr Dürrbaum. Na, merkt's, wie der Fleiß ist? Hallo! Man hat so allerhand zu tun, ne? Ja, und selbst? Auch alles gut? Doch, ich bin zufrieden. Und dann wollen wir mal sehen, ob er heute die Häsin begatten kann. Dann wollen wir mal rauslassen. Den Rammler haben wir mitgebracht. Wenn es heute nicht klappt, gibt es bis zur Eröffnung keine Kaninchenbabys. Normalerweise hat er schon so gut gedeckt, dass ich sehr, sehr zufrieden war mit ihm. Ne? Mein lieber Rammler, du stellst dich heute wieder an. Die lassen nicht jeden rauf, die Häsin. Ja, so ist das. Also die vom Aussterben bedrohten Tiere, Haustierrassen, sollen ja auch für die menschliche Ernährung genutzt werden. Also man hält nicht Bock und Zippe, bis sie von alleine umfallen. Manch einer macht das, aber die Vermehrung steht eben mit an erster Stelle. Aber die Häsin läuft ja weg, wenn sie sitzen würde. Vielleicht stören die Bauarbeiten. Man ist ja eben doch schon enttäuscht, dass es jetzt schon zweimal nicht mit denen geklappt hat.
Aber der Plan ist jetzt, dass der Bock erstmal hier bleibt und dann werden wir mal sehen. Also der wird dann bei uns einquartiert und dann werden wir die Häsin immer mal zu ihm wieder hinsetzen. Und dann mal hoffen, dass es dann klappt. Also es wird ja auch so bestimmt klappen. Amt Neuhaus gehört zu Deutschlands erster Arche-Region. Beidseits der Elbe haben sich Betriebe zusammengetan, um bedrohte Nutztierrassen nachzuzüchten und ihre besonderen Eigenschaften gezielt zu nutzen. Die Betriebe sind sehr aktiv und halten mehr als 50% aller Tierrassen auf der roten Liste. Max ist auf der Suche nach einer zweiten gefährdeten Schafrasse. Leinschafe zu finden ist schon sehr schwierig, denn sie sind halt extrem gefährdet. Wir wollen halt ein bisschen Artenvielfalt zeigen, weil für die Kinder halt, und die sind ja die, also der ursprüngliche Typ von der Leinschafe, ist halt sozusagen eine Landschafrasse eher noch. Und die würden dann richtig gut in unser Konzept mit reinpassen. Wäre schon richtig schön, wenn wir nochmal welche dazu kriegen würden. Zwei Wochen später. Max, sein Vater und Bruder Christoph Jasker auf dem Weg zum Serengeti-Park in Hodenhagen. Dort warten zwei Leineschafböcke auf sie. Mein Job ist es eigentlich immer, dann den Fahrer zu spielen für Maximilian, da er ja noch nicht fahren darf. Und wir sind, ja, ich sag mal so, ein bis zweimal im Monat sind wir dann doch schon unterwegs. Ja, mit der heutigen Aktion, die Leineschafe abzuholen aus dem Serengeti-Park, geht auch für Max einmal ein kleiner Traum wieder in Erfüllung, weil die Schafe ja auch auf der roten Liste stehen und auch vom Aussterben bedroht sind. Und somit hat er dann in der Kinderarche halt auch schon die zweite Schafrasse vertreten. Hallo. 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 Maximilian. Daniela Lahn, hallo. 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 Ja, sind ja schöne Schafe schon. Ja. Ja. Also vertragen sich dann auch schon ein bisschen. Die vertragen sich, genau. Die kennen Ziegen, die kennen Esel, die kennen Alpakas, Dammwild, alles. Genau, und das klappt sehr gut zusammen. Ja. Ja. Hallo ihr beiden. Hast du sie schon gesehen? Nee, noch nicht. Nee, dann komm mal rein. Das sind die beiden, hallo hier. Ja, das ist, Komm mal her. Die beiden jungen Böcke sind schon von der Herde getrennt. Max fängt sie natürlich selbst ein. Dieses Projekt von Max ist natürlich ganz toll. Er hat ja ein wahnsinniges Wissen, was das angeht. Also generell so Nutztiere und was der da alles sozusagen weiß. Das ist also Wahnsinn. Also ich war sehr positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Und dass er sich dann auch noch so dafür einsetzt, dass da richtig so eine Arche draus geworden ist, wo auch andere Kinder hinkommen können, finde ich also ganz toll, finde ich. Und ja, sehr außergewöhnlich für das Alter auf jeden Fall. Ja. Kommst auch mit nach Arche. Wir hatten schon zwei weibliche und haben immer noch mal eine weibliche dazugesucht, eigentlich zu unseren Mini-Ziegen. Das hat sich dann eben angeboten. So hat sich die Fahrt nach Hodenhagen gleich doppelt gelohnt. Nur noch eine Woche bis zur Eröffnung. Umzugstag für das Geflügel. Ja, so heute ziehen ja die Reste der Arche-Tiere um, die noch hier einquartiert sind. Und die werden jetzt erstmal sozusagen in unseren Kisten, packen wir die dann immer. Und die kommen dann ja mit zum Stall. Endlich ist der neue Stall fertig. Höchste Zeit. Denn in den letzten Tagen hat der Fuchs zugeschlagen. Für uns ist das sehr ärgerlich. Weil wir keine Tiere wieder nachkriegen, oder ganz selten noch Tiere nachkriegen. Auch so wie diese Sundheimer Hahn, das war ein Geschenk eigentlich vom jungen Ehepaar. Die wollten auch jetzt zur Kinderarche-Eröffnung kommen. Und sie sehen, dass der Hahn nicht mehr da ist. Das war so ein Lieber eigentlich. Ne? Der ist auch jedem hinterhergelaufen, sag ich mal. Auch dem Fuchs. Kannst du einmal kommen? Ne? Und das ist immer bedauerlich dann. Deswegen bin ich froh, dass der Stall endlich fertig ist. So. Ach, der ist da oben drauf. Die neue Arche ist nicht weit vom alten Gelände entfernt.
Doch für die Warzenenten, Kollwitzer Puten und Leinegänse fängt heute ein neues Leben an. Auch die Nachbarn sind neu. Hier vorne ist ja unser neugeborenes Lamm mit seiner Mutter. Und das war auch ein bisschen doch überraschend, dass es doch da war, weil es eigentlich doch noch nicht geplant war. Und ja, dann hat sie jetzt eben noch mal eins. Vor der Eröffnung dann eins nochmal gekriegt. Das ist jetzt eine Woche alt. Zweifel gab es viele an diesem Projekt. Es gab auch Tage, da habe ich überhaupt nicht mehr dran geglaubt. Da hat Max auch gesagt, es geht überhaupt nicht mehr vorwärts. Unsere Mutter hat uns dann immer wieder hochgeholt und sagt, Mensch, seid ihr so weit und zieht das endlich durch. Doch im neuen Stall lauert auf die Warzenentenküken eine unerwartete Gefahr. Muschi! Muschi, die Mutter wird sich wehren, ne? Komm mal weg hier. Wir wollen das Lecken morgen mal sein lassen. Gehen wir nur ausfangen. Siehst du? Na, siehst du. Noch 2 Tage bis zur Eröffnung. Eigentlich hatte ich mir das nur so vorgestellt, Max hatte 2 Ponys und 2 Schafe, okay, vielleicht noch 2, 3, 4 Hühner. Und dann reicht es ja auch. Ne? Und manchmal habe ich dann auch gedacht, ist ja auch ein Kind, gibt das vielleicht auch nochmal wieder auf. Denn, ne? Dann ist er wieder nochmal nebenbei zum Fußball gegangen oder hat andere Hobbys gehabt, so wie Musik machen. Aber er ist immer wieder zu den Tieren zurückgegangen denn, ne? Aber dass sich das jetzt so groß entwickelt, das hätte ich auch nicht gedacht. Auch Bruder Christoph hilft jedes Wochenende. Ich bin sehr stolz eigentlich auf Maximilian. Er hat mich selber ja auch in den Bann gezogen. Ich war da auch ganz am Anfang so ein bisschen skeptisch immer mit den Tieren. Und naja, es ist ja auch alles, sag ich mal, viel Arbeit. Aber mittlerweile ja, kriegt es die Familie schon hin, dass wir uns da auch arrangieren und jeder hilft, wie er kann. Und dass der Kleine halt auch mal Ansagen macht, nimmt man eigentlich ganz gut an. Er ist ja auch derjenige, der hier die Fachexpertise ist in Sachen Tieren und halt das Wissen hat. Und das ist auch gut so. Es gibt 2 neue im Stall. Ferkel einer extrem gefährdeten Schweinerasse. Ja, das sind jetzt unsere rotbunten Husumer. Das ist so ein sogenanntes Prozessschwein, das wurde in Dänemark gezüchtet. Und zwar damals, als die Dänen hier in Deutschland lebten, durften sie damals nicht offiziell ihre Flagge hissen. Da haben sie sich die Schweine gezüchtet. Diese haben wir jetzt von Arche-Kollegen und da behalten wir die Sau von. Das ist die hier vorne. Und das wird dann nachher sozusagen unsere Zuchtsau, weil wir selber eben dann ein bisschen mit den Schweinen anfangen wollen. Das war mir eben auch wichtig, dass sie eben zur Eröffnung schon da sind, damit man das einfach zeigen kann. Zwei Tage später. Der lang ersehnte Eröffnungstag. Guten Morgen. Morgen. Na, hast du ausgeschlafen? Ja. Einen Wunsch hätten wir denn noch, dass das Wetter heute mitspielt, ne? Ja, ab Montag soll es ja wieder besser werden. Wenn es mal trocken bleibt, ist alles gut. So. Mal gucken, was hier los ist. Morgen, Mulle. Heute am großen Tag habt ihr alle ausgeschlafen? Oh, unser neuer Gast ist auch da. Also den hat Herr Niederhoff, ein Mitglied aus der Arche,
Der hat auch diesen Utuisel, also der gehört ihn, und der hat ihn noch zur Eröffnung hergebracht, also gestern Abend. Und den haben wir dann hier auf der Wiese gelassen und der hat es angefangen ein bisschen zu nieseln. Da ist er sogar gleich im Stall reingekommen, weil er erst also gar nicht rein wollte hier, also mit Herrn Niederhoff zusammen. Ja. Pünktlich zur Eröffnung fängt es an zu regnen. Kannst du nicht ändern. Kann man nicht ändern. Nicht ändern, nicht beeinflussen, mein Jung. Na, ihr Bein? Ja, schön wäre es gewesen, wenn es geklappt hätte zur Eröffnung, dass wir noch mal ein paar Junge gehabt hätten von den Meißner Witter. Denn wir haben ja von der Warzenente ein paar Junge, wir haben ein paar Ferkel hier laufen. Wir haben auch von der Kürbitzer Pute haben wir noch welche laufen. Und das hätte noch dazu gepasst, ne? Und für die Kinder wäre es auch eine Attraktion gewesen, wenn hier, sag ich mal, 3, 4 kleine Hasen noch mit rumgelaufen wären, ne? Aber es hat halt nicht geklappt. Sie haben nur das Fressen im Kopf. Willst du mal gucken? Max und Vater Jens haben 2 Jahre lang für das Projekt gekämpft. Da kommt auch Wehmut auf. Und wenn man sich diese Bilder mal ansieht, wie das hier mal früher ausgesehen hat und wenn man das heute sieht, es ist doch eine ganz schöne Leistung. Wir haben Max einen Wunsch erfüllt, sag ich mal. Ne? Ich kann jetzt Dann ist es endlich soweit. Mehrere hundert Besucher sind gekommen. Die ganze Familie ist erleichtert. So, jetzt geht's hier los. Manni. Oh, immer machst du die mit dem ich. Max ist in seinem Element. Nun kann er sein Wissen über die gefährdeten Rassen mit anderen teilen. Nee. Also Warzenenten, die sind nicht allein, also die Mutter ist auch hier, nur die Mutter geht immer raus, denn zu den anderen Enten, die sind jetzt 2 Wochen alt. Hier ist eigentlich die Stallung für die Leinegänse, aber heute sind nur die Lachshühner hier. Das ist ein Jungbock, der ist 6 Monate jetzt alt und das hier vorne ist ein Junges. Die Besucherresonanz ist überwältigend und vielversprechend. Künftig will Maximilian vor allem anderen Kindern seine Tiere näher bringen. Ja, so ist es ein ganz großer Stein vom Herzen gefallen, als man das Band dann durchschneiden konnte. Es ist wirklich super, dass so viele Leute kommen und sich hierfür interessieren auch. Und ich finde das ganz klasse, wie das sich entwickelt hat und auch ein großes Lob an Papa und Mama. Denn ich glaube nicht, dass jede Eltern das mitgemacht hätten.